Amadeus, Amadeus. Oh, 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 Amadeus. Ich finde, man soll so leben, wie es einem Freude macht. Man soll auch den Beruf so ausüben, wie er Freude macht. Man soll sich nichts reindrücken lassen. Man soll irgendwo ein Bauch- oder ein Herzensmensch sein und vielleicht mit ein bisschen Hirn, aber nicht zu viel. Das heißt jetzt, Sie würden mich jetzt als jungen Grufti bezeichnen. Oder wie? Ja, ich wollte eigentlich nie besonders in sein, weil dann hätte ich nur eine Zukunft gehabt, out zu sein. Mir war weder das In-Sein noch das Out-Sein so wichtig, dass ich mich so darum gekümmert hätte. Ich war immer bemüht, so zu leben und so zu musizieren, wie es mir eine Freude gemacht hat. Ich vermeide jetzt ganz bewusst das Wort Spaß. Wir haben Autos eigentlich nie besonders viel bedeutet. Wenn schon, dann ein ordentliches. Und irgendwann habe ich mir halt einmal einen Jugendtraum erfüllt. Dazu muss ich sagen, ich habe mir eigentlich einige Jugendträume erfüllt. Ich war immer sehr risikobereit. Und wenn ich heute mit 80 immer noch ein Publikum habe, das in meine Konzerte kommt und das Hals erfüllt, dann bin ich sehr dankbar und muss eigentlich sehr, wie soll ich sagen, also ich muss mich bedanken, dass das heute noch möglich ist. Ich habe immer gesagt, ich würde einen einzigen Titel annehmen. Das wäre der Hofrat. Dann wäre der Hofrat Geiger, das wäre wenigstens ein Gag. Aber ich möchte der Toni Stricker bleiben und möchte meine Arbeit leisten und möchte aus den Menschen und aus meinem Lebensraum meine Kreativität beziehen, wenn man so sagen, wenn ich so sagen darf. Amadeus Austrian Music Awards 2010, live und exklusiv auf Puls 4. Oh, 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 Amadeus.